es brennt. Eigenes Biogas. Sehr, sehr cool. Mach doch aus deinen Gartenabfällen einfach Biogas. Gesagt, getan. Und es brennt. Ein weiteres Stück Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit im Einklang mit der Natur. Kochen mit Biogas. Nehmen Sie Ihr Gas einfach mit. Wie Sie das hinbekommen, zeigt Ihnen dieses Video heute. Und es gibt sogar eine Bauanleitung im Shop bei gehtanders.de. Das ist da also, unser alter Campingkocher. Und was da brennt, das ist Biogas. Ein Gas, das entsteht, wenn Grünabfälle verrotten. Genau wie auf jedem Komposthaufen. Enthalten ist dann Methan, Wasserstoff und verschiedene andere Sachen wie CO2 und Schwefel. Normalerweise betreibt man solche Campingkocher mit Butan- oder Propangas aus einer Stahlflasche. Aber bei uns kommt das Gas aus einem alten Schlauch. Ein Schlauch von einem großen Traktorrad. Hier beginnt die Überlegung. Was machen wir mit diesen riesigen Grashaufen nach dem Rasenmähen? Und dort muss es immer rein auf den großen, großen Komposthaufen. Und da fängt es halt einfach an zu verrotten. Schon nach einer Stunde hat man genau dort eine Hitze und Gas, das aufsteigt. Und so entstand die Idee, sich eine eigene kleine Biogasanlage zu bauen und alles genau zu dokumentieren. Zunächst einmal brauchen wir einen Fermenter. Unser Fermenter besteht aus einem 220 Liter Kunststofffass mit einem Spunddeckel und einem weiteren Fass aus Stahl, verzinktem Stahl, wo wir den Fermenter anschließend hineinstellen werden. Dieses blaue Fass hat eine schöne große Öffnung, wo wir später das Substrat einfüllen werden. Aber zunächst müssen wir den Deckel präparieren, denn er bekommt ein Auslassventil, wo später das Gas durchströmen wird. Das hier ist ein Forstnerbohrer, würde ich sehr empfehlen. Er macht ganz präzise Löcher in so dünnes Material wie Kunststoff. Unser Deckel braucht jetzt eine Fassdurchführung und einen Absperrhahn. Und dazu bohren wir jetzt erstmal ein 20 mm Loch, damit unsere Halbzoll Gewinde hindurchpassen. Hier noch ein kleines Manometer. Wir verwenden übrigens ausschließlich Kunststofffittinge, weil das Ganze ja im Freien steht und nicht rosten soll. Und nicht vergessen, das Dichtband für alle Gewindeverschraubungen, denn es soll ja schließlich gasdicht sein. Und los geht's, ein 20 mm Loch. Das hier ist eine Fassdurchführung oder auch eine Tankdurchführung aus Kunststoff mit einem Halbzollgewinde und einer Kontermutter. All diese Teile werden in der Bauanleitung exakt beschrieben, einschließlich der ganzen Bezugsquellen.
Die Deckelmontage läuft jetzt mal ein bisschen in Schnelldurchgang ab. Der wichtige Hinweis ist einfach, dass man diese Kunststofffittinge nicht allzu stramm mit einem Werkzeug festziehen darf, denn auch hier gilt, nach fest kommt ab. Und ebenso wichtig ist immer das Dichtband. Jedes Gewinde müsste ein Dichtband bekommen, damit die ganze Geschichte wirklich gasdicht ist, denn von Natur aus sind diese Gewinde nicht gasdicht. Der Deckel selbst ist ein sehr stabiler Kunststoff und er hat innen in seiner Wulst eine Kunststoff- oder Gummidichtung. Das ist notwendig, weil dieses Fass unter Druck stehen wird und das Gas letztendlich nicht über diesen Deckelrand ausströmen darf. Deshalb ist bei der Fasswahl total wichtig, dass man sich ein Maische-Fass kauft, denn Maische hat ebenfalls etwas mit Gärung zu tun und auch dort entstehen Gase und ein Druck. Wie wir später noch sehen werden, wird sich der schwarze Deckel hier zu sehen stark nach oben wölben und diese Wölbung kommt von innen durch den Gasdruck. Und aus diesem Grund ist es total wichtig, dass man sich das richtige Fass kauft. Wo man das bekommt, das steht alles ebenfalls in der Broschüre Biogas im Garten, Bauanleitung für Selbstversorger. Der Deckel ist fertig, er wird wieder aufgesetzt und der Fermenter ist jetzt gasdicht. Nun kommen die Fässer beide an ihren eigentlichen Bestimmungsort. Der nächste Schritt wird etwas komplizierter, denn wir müssen uns einen Gastrockner und Entschwefler bauen, da unser Biogas stark schwefelhaltig ist und dieser Gestank, den wollen wir rausfiltern. Dort geht das Gas rein und hier kommt es wieder raus. Okay, fangen wir an. Wir besorgen uns ein ganz einfaches Abflussrohr in der Länge 1 Meter, ein sogenanntes KG-Rohr. Man bekommt es in jedem Baumarkt. Es hat an einem Ende eine Muffe mit einer Gummidichtung. Der Durchmesser beträgt 160 mm. Das Rohr muss letztlich an beiden Enden gasdicht verschlossen werden. Dazu müssen wir uns zwei verschiedene Endkappen besorgen. Das eine ist eine Klebe-Endkappe zum Verkleben mit einem PVC-Kleber und das andere ist ein sogenannter Muffenstopfen, der über die Gummidichtung geschoben wird. Da gehen wir später noch exakt drauf ein. Wo man das alles bekommt, steht auch, wie gesagt, in unserer Bauanleitung. Und so funktioniert der Gastrockner und Entschwefler. Das Gas muss durch das Mittelrohr ganz nach unten strömen. Dort tritt es aus und steigt wieder auf durch vier verschiedene Schichten. Die unterste Ebene besteht aus Wasser. Dadurch verliert das Biogas etwas an Feuchtigkeit. Darüber ist dann ein Hohlraum, der mit Luft oder Gas gefüllt ist. Dann kommt eine Schicht Aktivkohle und als letztes eine Schicht aus Stahlwolle. Danach tritt das Gas wieder aus. Wenn jetzt die Fittiche dran sind, kommt noch das Fallrohr ran und dann wird dieser Deckel fest verklebt mit einem PVC-Kleber. In der Bauanleitung wird detailliert beschrieben, wie wir das Innenrohr ausgestaltet haben. Bilder und Texte sowie Bezugsadressen werden aufgelistet.
So soll der Entschwefler nachher aussehen. Hier in unserem Beispiel versorgt er sogar zwei Fermenter. Die Fermenter stehen nun also in ihren Fässern. Die Lücken dazwischen werden mit frisch gemähtem Gras ausgestopft, das dann irgendwann auch zu gären beginnt und eine ganz eigene Hitze erzeugt, zusätzlich zu der Sonnenbestrahlung. Und deshalb wird es im Inneren des Fermenters auch richtig warm. Man sieht es hier an der Wölbung des Deckels, wie er sich nach oben wölbt. Und das bedeutet, dass sich im Inneren Gas gebildet hat. So, nachdem wir das Gras nun kräftig festgestopft haben rundherum, öffnen wir nun den Deckel und hinein kommt jetzt unser Substrat. Und das besteht bei uns ausschließlich aus Gras, aus Gülle, besser gesagt Kuhdung und Wasser. Mehr ist das nicht. Anschließend wird ganz kräftig umgerührt und dann machen wir den Deckel wieder zu. Bei der Produktion entsteht sowohl Gas als auch wertvolles Gärsubstrat, welches wieder als Dünger in der Landwirtschaft bzw. im Garten verwendet werden kann. Wir sollten ungefähr wissen, was Biogas ist. In Abhängigkeit von den eingesetzten Substraten schwankt der Methangehalt zwischen 50% und 65%. Daneben kommt Kohlenstoffdioxid, also CO2, mit einem Anteil von 35% bis 50% vor. Und andere Inhaltsstoffe wie Stickstoff, Wasser, Sauerstoff und Schwefelwasserstoff. Deckel zu und Geduld haben. Jetzt müssen die Mikroorganismen die Arbeit tun. Es sind vier Phasen und dummerweise haben alle diese beteiligten Mikroorganismen unterschiedliche Anforderungen, um im optimalen Bereich zu arbeiten. Jetzt mögen die ersten beiden, also die Hydrolysebakterien und die Azidogenese betreibenden Bakterien, bevorzugt hohe Temperaturen. Alles bis zu 50 Grad, je höher, desto besser. Bei den anderen beiden, und zwar den entscheidenden, den Methanbakterien, ist es ein bisschen differenzierter. Da gibt es drei verschiedene Temperaturbereiche, in denen die sich jeweils am wohlsten fühlen. In den Temperaturübergängen fühlen sie sich gar nicht wohl und produzieren auch kein vernünftiges Biogas. Das heißt, man sollte jeweils versuchen, in einem dieser Temperaturbereiche zu bleiben mit seiner Biogasanlage. Bei uns hängt das leider alles ein bisschen von der Sonne ab, aber wenn wir heiße Sommertage haben, so wie in diesem Sommer zum Beispiel, dann funktioniert das ganz hervorragend. In diesem Schlauch wird das Gas aufgefangen und es wird immer mal wieder getestet, ob es schon brennt. Anfangs kommt natürlich in der Hauptsache Wasserdampf und CO2 an, aber mit der Zeit verändern sich die Verhältnisse und gerade wenn man viel Sonne hatte, dann erhöht sich auch allmählich der Methangehalt und dann brennt das Gas. Nach 30 Tagen war es soweit. Und wir nehmen den Schlauch jetzt einfach mal mit zu unserem Campingkocher. Tja, was sagt man dazu? Es brennt. Unser eigenes Biogas aus dem Garten mit eigenen Gartenabfällen. Hammer!
Wir mussten unsere Erfahrungen sammeln und haben alles in einer Broschüre niedergeschrieben. Zum Beispiel wurde auch noch eine elektrische Heizung thematisiert, die man mit einer kleinen Photovoltaikanlage betreiben kann, sodass der Fermenter länger und kontrolliert beheizt wird. Wenn man solche Biogasanlagen konsequent betreibt, kann man sicher auch klimaneutral und autark vom Netz werden. Das passt ganz wunderbar in den Gedanken der Selbstversorger hinein. Und nicht zu vergessen, das Substrat, das nach dem Vergären der Masse anfällt, das ist allerbester Dünger. Und man kann seine Beete und alles, was man braucht, damit ganz wunderbar ernähren. Unsere Böden mögen diese Mikroorganismen überaus gerne.